Was mache ich denn jetzt so? Ich weiß nicht, ob der richtige ist. Ich stell den mal zu den hier. Kann ich das dann auch hier drauf stellen? Oder steht der im Weg, der Kollege hier? Wenn ich jetzt das hier reinmache, bringt das was? Oder füttert er nur Kühe? Vielleicht will er ja auch nur Weizen. Das muss ich ausprobieren. Wäre ja aber auch kein Problem. Ah ja, okay. Hat also funktioniert. Jetzt habe ich hier sozusagen dann so eine Perversion am Laufen. Halt, du bleibst hier, du rennst nicht weg. Anbinden muss ich sie halt trotzdem selber, also ist das eigentlich gar nicht so toll. So, was mit euch? Habt ihr keinen Bock mehr, irgendwas zu essen oder so? Was seid ihr für Dinger? So, ihr seid grau. Ihr seid blau. Das sieht so komisch aus mit der Leine. Da habe ich noch grau. Und weiß ist jetzt halt noch so eine Sache. Eigentlich könnte ich da auch den hier mit dem hier kreuzen, oder? Es kam natürlich ein graues raus. Oh Mann, dann muss ich ein gelbes Schaf herholen oder was? Oder weil wenn ich das hier damit mache, dann kriege ich hellblaue. Und hier kommt hellgrau raus. Aber warum kam denn da jetzt dann hellgrau raus? Ist das Zufall oder was? Naja. Hat ja noch Zeit. Ist er jetzt nicht in der Eile oder so? Wäre aber trotzdem gut, wenn ich das wissen würde. Ich habe keinen Dank Null für Wolle. Okay, das ist halt blöd. Die hier brauche ich, genau. Und dazu brauche ich sehr viele Stöcke. Jetzt kann der mir von mir aus ruhig das Ahornholz zersägen, da diese Bretter, das ist mir wurscht. Kann er ruhig machen. Das schenke ich ihm. Aber ich räume jetzt mal die Karotten auf, weil ich habe halt keine Karotten mehr auf Lager. Nicht angepflanzt sozusagen. Ja, das war jetzt toll. Vor lauter Pflücken esse ich nichts mehr und die Leine, die kann eigentlich... Ah ja, ich habe da keine... Kein Weizen im Inventar. Dann gehe ich jetzt mal wieder runter und leg noch ein paar Kabel. Alter, ich muss unbedingt Gassi mit euch, ne? Und wieder die Laborblöcke vergessen, aber ist nicht so wichtig jetzt. Wichtiger ist, dass ich hier mal jetzt rausfinde, wie ich das am besten mache. Hier ist der Eingang. Am besten dann hier noch. Und jetzt könnte ich eigentlich mal schauen, ob das mit den Batterien auch funktioniert. Dass die Batterieblöcke auch richtig entleert werden. Hock dich mal bitte hin, Wolfi. Hundi, Wolfi ist doch das gleiche. Ich merke gerade, ich habe kein Magnet hier drauf. Und jetzt müsste ich schauen, dass ich die zwei miteinander kreuze, dass ich wieder ein weißes Schaf bekomme.
Und dann können die sich ja untereinander. Du warst das. Ja, und zwar brauche ich dann wieder Weizen oder halt dieses Barley oder wie das heißt. Das habe ich hier rein natürlich. Und ich glaube aber nicht, dass das hier reicht. Von hier. Ach, der will gar nicht. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Der hat ja erst. Das ist dann halt schlecht. Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache, aber so auf jeden Fall nicht. Dann lasse ich das mal noch. Ich habe ja wieder Wolle für Kabel, die ich irgendwie nur dafür verwende. Ist ja auch verständlich. Was macht die Säge? Heute schafft sie fröhlich und munter, Alter. So. Und dann müssten wir eigentlich soweit sein. Muss ich nur mal schauen, dass ich hier vielleicht. Ja, genau, vor allem das. Die Hundescheiße kann mal da rein. Ich muss mir irgendwas überlegen, dass ich die aufsammeln kann automatisch. Das wäre zumindest nicht schlecht. Brauche ich ganz viele Batterien, kann das sein? Und für diese Batterien brauche ich das hier. Aber da brauche ich auch sehr viel davon. Aber das habe ich ja. Und die Frage ist, ob ich auch noch genug Silber und was weiß ich was habe, was ich dafür brauche. Ja, Kupfer und Zinn, glaube ich, sind es ja. Zinn und Kupfer, wie viel habe ich denn noch? Kupfer, nicht mehr allzu viel. Zinn habe ich gar nichts mehr. Im Ernst? Das ist ja schrecklich. Dann muss ich das halt jetzt. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Diese Truhe ist mir eindeutig zu voll. Aber warum sind denn da Laborblöcke drin? Die gehören hier nicht rein. Die hier gehören aber rein. Die droppe ich mal wieder. Eisen kommt rein. Und das restliche Eisen, das muss ich jetzt dann halt irgendwie verheizen oder sowas. Mache ich halt Zinn draus von mir aus. Und Kupfer braucht er ja auch wieder. Naja, fürs Erste reicht das jetzt mal noch an Kupfer. Aber Zinn hat er nicht genug. Weil ich bezweifle, dass das reicht. Kupfer hat er jetzt auch nicht mehr genug. So, Elektrotin. Noch ein bisschen. Und jetzt mache ich mal 64 Batterien, wenn das was bringt. Wie viel kann ich denn da in eine? 4 Stück, das reicht für. Heilige Scheiße, ich muss das alles droppen. Das ist nicht gut vorbereitet. Auf keinen Fall. Muss das jetzt alles droppen? Dann hoffen, dass das hier dafür reicht. Stacken kann ich die ja nicht, ne? Das ist ja geil. Also die Batterien kann ich nicht stacken. Naja, so geht's ja natürlich auch. Auch wenn es ein bisschen langsam ist. So, jetzt habe ich keine mehr. Es sind ja auch 16 Stück.
Gehe ich mal runter und platziere die und schau, was passiert mit den oberen Batterieboxen. Ah, fliegt mir wieder die Kacke entgegen. So, und eigentlich könnte ich so machen. Und dann müsste da Strom durchfließen. Habe ich die falschen Laborblöcke mitgenommen. Ja, Strom kommt auf jeden Fall an, aber wie und wann und wie gut, keine Ahnung. Die werden auf jeden Fall geleert, das ist doch gut. Ich könnte auch einfach anstatt die Leitungen nur Batterieboxen reinmachen, aber das würde, glaube ich, ein Problem ergeben. Wobei die sich ja jetzt auch aufladen. Aber laden die sich dann auch auf, wenn die übereinander stehen? Ja, das geht auch, okay. Gut, das, was ich jetzt eigentlich mache, ist unnötig. Ich hoffe mal, dass der Strom sich dann auch verteilt, aber ich mache jetzt mal hier noch ein paar hin von den Kabeln. Vielleicht wäre es dann echt schlau, wenn ich einmal das Ganze umrunde mit Kabel. Macht das so viel Sinn? Ich meine, es ist besser als nix, oder? So, dann brauche ich jetzt wieder jede Menge Batterieboxen. Und die mache ich mir. Und dieses Mal bitte nicht die Laborblöcke vergessen. Sonst werde ich sauer, Kollege. Warum ist der verliebt? Fütterst hier Schafe, die nicht gefüttert werden dürfen. Das ist nicht gut. Ach du Scheiße, habe ich ein grünes Schaf. Stimmt, da war ja was. Warte mal, ich brauche Weiß. Kannst du dann nicht mit dem hier oder so? Oder mit dem hier? Ihr könnt nicht, weil ihr zu eng angeleint seid. Aber jetzt geht's, oder? Bitte ein weißes Schaf. Jawohl. So, zack und zack. Und das hier ist auch gelb und das kommt hier hin. Was ist mit dir? Ah ja, okay. Jetzt rennen hier natürlich so viele Vereinzelte rum, dass ich die gar nicht anbinden kann, alle. Naja. Ist halt so. Hauptsache, ich kann die rasieren und hab dann Wolle. Ja, die Wolle kann ich natürlich auch nicht aufnehmen. Ganz toll. Ich schmeiß das jetzt mal weg hier. Papier kommt hier rein. Die gefärbte Wolle könnte ich eigentlich auch kondensen, weil ich die ja jetzt nicht wirklich brauche. Außer die blaue vielleicht noch. Also die brauche ich auf jeden Fall. Und die gelbe auch. Aber die anderen halt nicht. So, was ist, warum rennt ihr zwei jetzt aber eigentlich da unten rum? Ich will das doch gar nicht. Du bist blau. Du bist wahrscheinlich auch blau. Und du kommst dann dahin. Du bist weiß. Du kommst mit.
Weil das hier ist deine Mutter. Du bist nämlich, glaube ich, ein bisschen verwirrt.